Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den Toyota 2000 GT an, ein Fahrzeug, welches die Sicht auf japanische Fahrzeuge im internationalen Automobilmarkt für immer verändern sollte. Ob er das getan hat, das finden wir ja heute vielleicht gemeinsam raus. Was wir jetzt aber zu Beginn direkt mal rausfinden wollen, ist, wie fährt sich das Auto denn im Spiel? Und das tun wir natürlich auf unserer PXR-Teststrecke und deswegen steigen wir ein, starten den Motor und legen direkt mal los. Auf der Teststrecke angekommen, direkt mal ein paar technische Eckdaten zum 2000 GT. Wir haben hier einen längs eingebauten 2 Liter Reihen 6-Zylinder-Motor am Start, der 152 PS und 176 Newtonmeter Drehmoment leistet. Kleiner Sidefact hier schon mal am Rande, es gab 12 Sondermodelle des 2000 GT mit sogar einem 2,3 Liter Motor. Der leistete allerdings nur 140 PS, dafür aber 201 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze gab es dann in Verbindung mit einem 5-Gang manuellen Schaltgetriebe. Später gab es dann auch noch optional ein 3-Gang Automatikgetriebe. Dazu sage ich aber dann nochmal später im Verlauf der heutigen Folge etwas dazu. Das Gewicht lag so bei, ja, sagen wir mal, circa 1,1 bis 1,2 Tonnen, je nach Ausführung. Und den Sprint von 0 auf 100 schaffte der 2000 GT in circa 10 Sekunden. Da gab es tatsächlich keinen offiziellen Wert. Verschiedene Automagazine haben das getestet. Manche sind unter 10 Sekunden, manche über 10 Sekunden gewesen. Hier in-game allerdings, wenn wir mal die Telemetriedaten bemühen, soll der Wert allerdings bei 8,2 Sekunden liegen, also auf jeden Fall auf der besseren Hälfte dieser circa 10-Sekunden-Marke. Die Topspeed lag je nach Getriebeübersetzung, da gab es nämlich vom Hersteller drei verschiedene, bei 220 km/h. Hier in-game, wenn ich jetzt ganz kurz mal hier auf meinen Cheat-Sheet schaue, sind wir sogar fast bei 230 km/h. Also wir sind hier auf jeden Fall auf der etwas schnelleren Seite. Ja, aber das soweit zu den erstmal technischen Eckdaten zum Fahrzeug. Jetzt kommen wir vielleicht zu den Fahreigenschaften. Wie habe ich denn persönlich den 2000 GT hier auf der Teststrecke empfunden? Ich würde sagen, schwierig. Schwierig nicht im Sinne von schwierig zu fahren, sondern schwierig im Sinne von, er wäre nirgends so richtig überragend. Ich meine, klar, das ist ein Fahrzeug von den späten 60er Jahren. Natürlich kann man jetzt hier kein mega modernes Fahrverhalten erwarten, aber trotzdem, wir sind ja schon einige Fahrzeuge aus jener Epoche gefahren und ich finde, er macht nirgends irgendwas richtig, richtig gut. Er ist so ein kompletter Durchschnitt vom Gefühl her. Weder Einlenkverhalten noch Beschleunigung noch ja, der Weg zu höheren Geschwindigkeiten fand ich jetzt überragend. Bei der Bremse sogar, die fand ich sogar relativ schlecht, wobei das auch vielleicht mit den schlechten Reifenmischungen zusammenhängen könnte. Und naja, das Gewicht von knapp 1,1, 1,2 Tonnen finde ich für diese Epoche auch relativ schwer. Wir haben ja zum Teil Fahrzeuge schon gefahren, die naja, weit unter einer Tonne lagen und das würde dem Fahrzeug auch helfen. Genauso natürlich auch modernere Reifenmischungen würden helfen, aber ja, es ist okay gewesen. Ich würde einfach sagen, an dieser Stelle, ich lasse dich mit den letzten Metern dieser Runde alleine und dann schauen wir einfach mal, was für eine Zeit der 2000 GT so hinbekommen hat. Und zwar fuhr der Toyota 2000 GT eine 2:51.993. Das ist, wie ich finde, eine Zeit, die absolut in Ordnung geht. Gerade wenn man mal den Forza-internen Leistungsindex von 447 zu Rate zieht, ist es, ja, okay. Ja, also gerade wenn man mal die Konkurrenz so anschaut, die da so in der näheren Umgebung ist, ja, es ist nichts Überragendes, es ist aber auch nicht schlecht, also er ist genau da, wo man es eigentlich irgendwo erwartet hätte. Aber wie schon gerade eben angedeutet, würde man bisschen bessere Reifen haben, vielleicht ein bisschen modernere Reifen oder einfach bessere Reifen, dann würde sich da wahrscheinlich drastisch was ändern oder halt eben auch ein bisschen das Gewicht abnehmen. Gerade wenn man da mal so zwei Plätze nach unten geht, so ein Porsche 914-6, ungefähr ähnliche Bauzeit, ist natürlich langsamer, klar, aber hat auch einen deutlich niedrigeren Leistungsindex, auch deutlich weniger Leistung, aber der ist halt einfach leichter und das macht dann halt, denke ich, schon sehr, sehr viel aus bei diesen doch etwas älteren Fahrzeugen. Auch zum Beispiel der Fiat 131, der, naja, schon auf jeden Fall etwas jünger ist, aber der hat einfach, ja, weniger Gewicht und die etwas moderneren Reifen und schon, ja, ist er halt einfach ein Ticken schneller. Aber, ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen eine super Zeit, die ist okay, das ist nichts Schlechtes, nichts Gutes, das ist absolut
in Ordnung. Und ich glaube, darauf können wir heute in der heutigen Ausgabe definitiv aufbauen. Ich würde allerdings sagen, wir gehen zurück zum Festival und schauen uns das Fahrzeug nochmal im Forza Vista-Modus etwas näher an. Und gerade bei so historischen Fahrzeugen, finde ich, gibt es ja auch nochmal ein bisschen was zu diesen Fahrzeugen zu erzählen. Und das möchte ich sehr, sehr gerne jetzt in den nächsten Minuten tun. Deswegen lehne dich nochmal ein bisschen zurück und lass dich von weiteren Informationen zu diesem 2000 GT berieseln. Wir können ja hier auch mal einfach alles so ein bisschen aufmachen. Da sehen wir auch eben den längs eingebauten Sechszylindermotor, der hier am Start ist, der Toyota 2000 Motor. Wie schon gesagt, 152 PS, 176 Newtonmeter Drehmoment. Ja, aber was ist denn so besonders an diesem 2000 GT? Erst einmal, er wurde von 1967 bis 1970 gemeinsam mit Yamaha entwickelt und gebaut. Also Yamaha. Egal, ihr wisst, was gemeint ist. Und zwar tatsächlich nur in einer limitierten Auflage. Es gab nämlich nur 351 Stück davon. Also ein sehr, sehr seltenes Fahrzeug. Und ist auch tatsächlich unter Sammler heutzutage zu sehr, sehr krassen Preisen unterwegs. Zum Teil weit über 1 Million US-Dollar wird so ein 2000 GT versteigert. Da ein kleiner Funfact am Rande. In Amerika konnte man damals den 2000 GT für circa 6.800 US-Dollar kaufen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also hast du damals so einen gekauft, sagen wir jetzt mal 7.000 Dollar, dann könntest du heute gut 1 Million Gewinn damit machen, wenn du den in gutem Zustand hast. Das ist krass, ne? Also schon heftig. Ja, das Fahrzeug sollte ja die Sicht auf japanische Fahrzeuge grundlegend ändern. Und das hat er auch tatsächlich geschafft, dieser 2000 GT. Denn man muss in der Zeit ein bisschen zurückreißen. Japanische Fahrzeuge haben zu jener Zeit eher so ein bisschen als schwerfällig und eher als praktisch gegolten, als eher für ja, Eleganz und Sportlichkeit gestanden. Und gerade die Silhouette des Fahrzeugs hat dann halt einfach mal gezeigt, okay, Japan kann auch anders. Und das hat vor allem ja, den europäischen Sportwagen so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, das Fürchten gelehrt, aber davon wurde das Ganze auch so ein bisschen inspiriert. Und tatsächlich gilt der 2000 GT heute als erster japanischer Supersportwagen. Und ja, das hat er auf jeden Fall auch irgendwie verdient, diesen Titel, gerade wenn man wirklich die Fahrzeuge von damals aus Japan vergleicht. Ja, was man vielleicht hier auch noch dazu sagen kann, ist ein weiterer Fun-Fact, und zwar der erste Prototyp des 2000 GT kam von Yamaha selber und die haben das Ganze Nissan unterbreitet und haben gesagt, hey, wollt ihr das nicht bauen gemeinsam mit uns? Und die lehnten das Ganze allerdings ab und so ist man dann halt eben zu Toyota gegangen und Toyota wollte damals ihr Image ein bisschen aufpolieren, weil die halt auch ebenso eher als brüde Marke golden haben und da kam das Angebot natürlich gerade recht und so ist dann die Zusammenarbeit eben entstanden zwischen Yamaha und eben Toyota oder Yamaha. Ah, oh Mann, manchmal tue ich mich echt schwer mit solchen Aussagen. Ja, zum Design nochmal ganz kurz. Ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen an europäischen Wagen angelehnt. Genauer gesagt an einem ganz besonderen, nämlich am Jaguar E-Type wurde das Design ein bisschen angelehnt. Und wenn man mal so ein E-Type daneben hält, dann erkennt man auch tatsächlich Sachen oder Elemente, die sehr, sehr ähnlich sind. Aber ich finde, gerade in dieser Zeit sind Sportwagen auch sehr, sehr schön gewesen. Und ich finde auch dieser 2000 GT ist eine wahre Schönheit. Ja, was auch eine Besonderheit ist an diesem Fahrzeug, ist auf jeden Fall das Dach. Da hat man nämlich das ganz berühmte Double-Bubble-Dachform. Das heißt, man hat so eine leichte Aussparung für Fahrer und Beifahrer. Und das findet man heutzutage immer noch bei Toyota-Modellen. Zum Beispiel beim aktuellen GR Supra, der hat das nämlich auch. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass solche Elemente bis in die heutige Zeit dann übernommen wurden. Und das wurde hiermit sozusagen begründet. Ja, was man auch noch dazu sagen kann zu diesem Fahrzeug, zu dieser Kleinserie von 351 Stück, den 2000 GT gab es nur als geschlossenes Coupé. Es gab eine einzige Ausnahme und zwar im Bond-Film Man lebt nur zweimal gab es tatsächlich eine Cabrio-Version. Die wurde allerdings nie in Serie produziert. Das ist tatsächlich ein Einzelstück gewesen, ein Prototyp, der eben halt auch nicht zu diesen Serien 351 Stück gezählt hat. Schade, wie ich finde, weil gerade die Cabrio-Version sieht sehr, sehr schick aus. Kannst du auch mal gerne selber googeln. Einfach irgendwie 2000 GT Bond oder sowas, dann findest du das auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir zum Jahre 1969, da gab es nämlich ein kleines Facelift vom 2000 GT, nämlich eben mit dieser optionalen 3-Gang-Automatikschaltung, einer serienmäßigen Klimaanlage und einer ja, modifizierten Front, nämlich mit etwas kleineren Fernscheinwerfern und auch die Blinker sind etwas kleiner geworden. Dafür wurde im Heck die Blinkerpartie etwas vergrößert. Ehrlich gesagt, ich weiß
nicht, ob wir jetzt eine Facelift-Variante haben oder nicht. Ich glaube fast, wir haben keine Facelift-Variante hier. Ich habe das nur so gelesen und das aus verschiedenen Quellen, habe aber tatsächlich optisch jetzt nicht wirklich selbst großen Unterschied festgestellt. Vielleicht hatte ich einfach auch noch schlechte Beispielbilder. Ich würde jetzt aber behaupten, wir haben große Fernscheinwerfer und wir haben immer noch große Blinker und wir haben hinten immer noch kleine Blinker, deswegen glaube ich, dass wir hier das Non-Facelift tatsächlich am Start haben. Ja, eine weitere Besonderheit, bevor wir dann gleich weitermachen in der heutigen Folge, ist tatsächlich, dass das Fahrzeug ein Sperrdiff hat und Scheibenbremsen vorne wie hinten. Das war damals tatsächlich das erste japanische Auto, welches das dann serienmäßig hatte. Und eine weitere Besonderheit ist, dass die Handbremse, die hier im Innenraum ist, direkt auf die hintere Scheibenbremse zugegriffen hat. Also wenn man da die Handbremse gezogen hat, dann hat das, ging das direkt hier hinten dran. Und das hat natürlich auch nochmal sehr, sehr sportlich das Ganze wirken lassen. Und wie schon gesagt, Sperrdiff sowieso finde ich eine Besonderheit zu jener Zeit und das dann halt eben hier auch serienmäßig mit am Start. Ja, last but not least gibt es auch noch was zu sagen zur Performance des Fahrzeugs, gerade in der damaligen Zeit, aber das sparen wir uns, glaube ich, dann auf, wenn wir dann auch wirklich das Fahrzeug gleich wieder ein bisschen ausfahren. Ich würde jetzt sagen, jetzt gehen wir ein bisschen ins Tuning rein, gucken, was wir da so ändern können am Fahrzeug und ja, werden auch was ändern, das habe ich mich nur gerade leider ein bisschen verdrückt. Beziehungsweise, bevor wir ins Tuning gehen, wenn wir schon gerade in dem Menü sind, können wir kurz auch auf die Farben gehen. Der 2000 GT wurde nämlich hauptsächlich in Weiß oder Rot verkauft. Es gab aber auch andere Farben und die haben wir hier auch im Spiel, was ich sehr gut finde. Gerade auch so ein bisschen dieses Gelb. Okay, ein mattes British Racing Green. Okay, finde ich auch cool. Und dann noch so ein Silber. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme dieses Silber sogar. Das ist irgendwie cool. Egal, ich nehme es. So, Ende. Gut, dann gehen wir jetzt aber ins Tuning rein. Ich denke mal, wir können einiges am Fahrzeug verändern. Ich würde tatsächlich heute gerne das ganze Fahrzeug etwas modernisieren, aber ich möchte trotzdem so die Kernelemente des Fahrzeugs erhalten. Also ich will es jetzt nicht grundlegend komplett umbauen mit Motorswap und Allrad und schieß mich tot. Wir gucken trotzdem mal rein, was es so alles gibt zur Auswahl. 3,2 Liter rein, 6 Zylinder, ein 6,2 Liter V8, ein 1,6 Liter rein, 4 Zylinder Turbo Rally und ein 5,2 Liter V12 gibt es auch noch zur Auswahl. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge, was man verändern kann. Natürlich das Ganze auf Allrad umzubauen und man kann den Serienmotor tatsächlich mit einem Single-Turbo oder einem Zentrifugallader ausstatten. Ich würde sagen, wir machen weder noch. Ich würde ganz gern beim Sauger bleiben, glaube ich. Wir gucken mal, wie viel Leistung wir dann rauskitzeln können. Wir können ja auch direkt mal zur Leistung springen und ich würde sagen, boah, es ist schwierig, es ist jetzt echt schwierig zu sagen, wie viel Leistung wollen wir drin machen. Ich mache jetzt einfach mal so die Standardgeschichten, also Luftfilter, Abgasanlage, finde ich immer einen ganz, ganz guten Weg. Wir könnten, ja komm, Drosselklappe, solche Geschichten, warum nicht? Hier Vergaser, entsprechend Zündung können wir mal machen. Ja, Hubraum, wir könnten selber vielleicht auf einen 2,3 Liter gehen, diesmal allerdings mit ein bisschen mehr Bums als die originale 2,3 Liter Version, machen die Kolben vielleicht auch noch gleich mit. Ich würde sagen, so 300 PS würde, oder sagen wir 350 PS würde dem doch richtig geil stehen. Oder sogar 400. Ich will es jetzt nicht gleich komplett übertreiben. Ich rechne das ganz kurz mal um. Also wenn ich 400 PS will, dann müssten wir auf 294 kW. Und wenn ich auf 300, machen wir 360 PS will, dann muss ich auf 264. Ne, 265. Machen wir 265 kW. Das klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, dann sind wir nahe am Vollaufbau. Deswegen würde ich jetzt auch tatsächlich mal die Nockenwelle angehen. Und auch hier, da sind wir 247. Also, hier haben wir schon alles, ne? Okay, guck mal an. Also, da haben wir eigentlich schon fast echt Richtung Maximalaufbau. Da müssen wir sogar hier die Kühlung noch verändern. Da sind wir bei 253. Wir kommen nicht mal dahin. Wir müssten eine Zwangsbeatmung machen mit dem Serienmotor. Wie viel PS sind das denn jetzt, wenn ich das so umrechne? Das sind dann genau 200. Nee, jetzt habe ich mich verrechnet. Entschuldigung. Ich muss natürlich das bei der richtigen Sache eingeben. dann sind wir bei 344 PS. Aber das finde ich okay für so ein damaliges Fahrzeug. Wenn wir da jetzt auch ordentlich Gewicht noch abnehmen, glaube ich, ist es gar nicht verkehrt. Ich würde auch sagen, eine Schwungscheibe schadet dem Fahrzeug definitiv nicht. Eine etwas modernere und leichtere. Ja, Reifen. Wie gesagt, da würde ich gerne zwar ein bisschen moderner gehen. Also wir könnten jetzt hier Straßenreifen machen, aber ich würde tatsächlich dann doch lieber diese Oldtimer-Rennreifen verwenden. Also ja, habe ich schon irgendwie Bock drauf. Wir machen auch das Ganze schön breit. 225 vorne und 225 hinten. Wobei ich sogar sagen würde, wir machen vorne nur 215er. Hinten ein bisschen mehr, schadet nicht. Wir machen mal eine moderne Kupplung wie Getriebe rein. Antriebswelle, also da gehen wir jetzt einmal in die Vollen. Da machen wir das Ganze schön modern. Auch bei der Bremse würde ich sagen, da machen wir das richtig schön modern. Fahrwerk auch.
entsprechend alles ein bisschen modernisieren. Ich würde sagen, wir machen auch eine leichte Versteifung rein. Und dann beim Gewicht, da würde ich gerne ein bisschen abnehmen. Wir sind jetzt zwar genau da, wo so der Serienwert ist, bei 1145. Im Spiel ist er, glaube ich, bei 1157. Aber wie schon gesagt, je nach Ausführung hat das auch ein bisschen variiert. Ich würde sagen, ich will auf jeden Fall unter eine Tonne. Ich finde das auf jeden Fall, das ist Pflicht bei dem Fahrzeug. Und da sind wir, glaube ich, auch ganz gut hier jetzt mit am Start. Und dann wollte ich noch, genau, das natürlich die Spur noch verändern. Gucken wir mal, was da Sinn macht. Ist ein bisschen zu viel, würde ich sagen, so. Und hinten können wir aber in die Vollen gehen, oder? Ne, eins auch weniger. So, ein bisschen sollte das Rad natürlich noch im Radkasten auch verschwinden können und nicht drauf aufsetzen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lasse ich das mal so. Klar, Felgen wäre natürlich auch immer eine Möglichkeit. Gerade so Oldschool-Felgen würden vielleicht... Oh, okay, das ist jetzt nicht Oldschool, aber würde trotzdem geil aussehen. Die Advan Yokohama-Felgen. Irgendwie hätten die was jetzt ohne Flachs, ey. Ich glaube, ihr würdet mich hauen dafür, wenn ich jetzt nehme, oder? Ach egal, ich mach's mal. Die nehme ich sonst nie. Aber irgendwie finde ich die gerade geil auch an dem Fahrzeug. Frag mich nicht, warum. Und sind ja auch schön japanische Felgen. Warum nicht? Ne, Größe würde ich auch mal lassen. Ich meine, ich gucke sie auch gerne mal hinten an. 16 Zoll. Ja, können wir machen. Aber ich lasse es mal so. Ich finde, der sieht schon ganz geil und sportlich aus. So wie eine kleine Rennwagen-Version von dem Ganzen. Und bei Rennwagen sind wir auch eigentlich schon beim richtigen Punkt. Bei diesem Fahrzeug, denn auch im Motorsport ist das Fahrzeug sehr aktiv unterwegs gewesen. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Es ist ja sowieso gerade Sommerseason in Forza. Ja, der Motorrad dreht natürlich jetzt viel, viel entspannter nach oben, gerade durch die leichte Schwungscheibe auch. Oh, der fühlt sich gleich schon direkt richtig geil an, ohne was eingestellt zu haben. Ein bisschen müssen wir was noch ändern am Fahrwerk. Aber ich finde das schon jetzt relativ geil. Ja, und während ich hier so ein bisschen meine Testfahrt mache und dann gleich ein bisschen was am Feintuning ändere. Ja, Rekordhalter 2000 GT. Nämlich, der 2000 GT hat damals 3-4 Weltrekorde und 13 internationale Rekorde für Geschwindigkeit und Ausdauer aufgestellt. Des Weiteren im Motorsport sind Siege verzeichnen zu gewesen in 1966 beim 1000-Kilometer-Rennen in Suzuka. Da hat man sogar Platz 1 und 2 belegt. Und das Jahr später, 1967, beim 24-Stunden-Rennen von Fuji, hat man auch den Gesamtsieg gewonnen. Also zwei sehr, sehr prestigeträchtige Rennen in Japan direkt, was man mit dem 2000 GT gewinnen konnte. Und des Weiteren, auch sehr interessant, Carroll Shelby, Name, dessen man kennen sollte, finde ich, als Autoliebhaber, hatte sogar tatsächlich 1968 drei 2000 GT für die C-Klasse der SCCA, der Sports Car Club America, aufgebaut und hat auch sehr gute Ergebnisse eingefahren. Sehr, sehr viele Podestplätze sowie auch einige Rennsiege konnte er einfahren. Trotzdem blieb es 1968 bei den einzigen Einsätzen des 2000 GT. Aber diese von Carroll Shelby, mein Gott, aufgebauten Fahrzeuge gibt es heute noch, zumindest zwei Stück. Einer davon ging, glaube ich, zurück nach Japan, der wurde dann wieder umgebaut, weil ich glaube, das Rekordfahrzeug für diese Geschwindigkeitsrekorde, der ging, glaube ich, kaputt. Und eben einer von Shelby, der hat man dann wieder dazu zurückgebaut oder weiß was, habe das nicht so ganz verstanden, aber ist auch nicht so wild. Aber ja, also auch prestigeträchtige Namen fuhren oder bauten sowas auf und waren damit auch sehr erfolgreich. Ich muss jetzt auch gerade echt sagen, so mit dieser Leistung, die wir jetzt haben, mit diesem Gewicht, der geht schon ganz gut ab. Trotzdem finde ich, das Heck ist ein bisschen leicht geworden. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen nachhelfen. Und ich habe hier ja gar nicht in die Aerodynamikteile des Fahrzeugs reingegangen, ne? Können wir da eigentlich was umbauen? Das ist jetzt gar nicht aufgefallen. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Festival. Weil man könnte doch sicherlich auch hier Forza-Splitter-Gedöns anbringen. Das würde dem Fahrzeug sicherlich auch helfen. Ja, guck mal hier. Gibt sogar von Toyota selber, können wir diese Zusatzdinger wegmachen. Ich glaube, die mache ich sogar weg. Ich finde das irgendwie gerade cool. Hinten können wir... Ah, der ist ein bisschen zu groß. Wenn er ein bisschen dezenter wäre, hätte ich ihn jetzt gebaut, weil ich glaube, das würde dem Fahrzeug extrem helfen. Aber wir lassen es mal und hinten können wir auch... wir können hier diese Armee... Ja, machen wir auf jeden Fall weg. Oh ja. Viel, viel besser. Da bin ich sofort dabei. So, wir gehen trotzdem mal ein bisschen ins Feintuning. Also, hinten, hupsala, will ich es ein bisschen so. Getriebe. Ja, ich würde sagen, ein bisschen kürzer können wir es schon machen, oder? Ist ja jetzt auch ein schönes, knackiges Getriebe. Vielleicht der erste Gang ein bisschen länger noch lassen. So, aber der Rest schön kurz, knackig. So, okay, wir fahren keine 300 mehr. Okay, ja, die 300 wollen wir schon knacken. So, vielleicht. Jawohl.
Ja, dann brauchen wir definitiv nicht so viel Sturz bei so einem alten, bei so einer alten Kiste, bei diesen Reifen. Vielleicht ein bisschen sowas. Oh, können wir vielleicht sogar in die vollen gehen. Stabis, ja, würde ich erstmal lassen, erstmal. Federn würde ich auch erstmal lassen. Wobei, was wir machen können, ist, glaube ich, vorne das ein bisschen zu erhöhen. Auch hier vielleicht etwas weichere Dämpfer hinten. Und beim Diff vielleicht auch eher eine 60er-Sperre und beim Verzögern vielleicht eine 40er-Sperre verwenden. Bremse würde ich sagen, nutzen wir mal ein bisschen mehr nach vorne und vielleicht ein bisschen mehr Bremsdruck jetzt mit gerade diesen modernen Bandbremsen bzw. Keramikbremsen. Da könnte man auch dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr Stabilität reinbringen, weil ich finde, gerade auf der Hinterachse ist er ein bisschen. Jetzt ja, guck mal, mit den Klappscheinwerfern offen. Sieht schon cool aus. Also gerade für damals, ey. Gerade am Überlegen, ob ich doch noch mal härtere, das Fahrwerk doch ein bisschen härter sogar mache. Statt weicher. Gucken wir mal, wie er hier nochmal rausfährt. Das Heck wird halt ein bisschen leicht. Weil ich will ja so ein bisschen diese Grundeigenschaften eines Oldschool-Wagens beibehalten und das macht er auf jeden Fall. Ja, wir drehen jetzt hier schön bis 8.500, das ist schon geil. Ja, wenn das Fahrzeug so ein bisschen in die Kurven schmeißt, das macht schon Bock mit den Reifen. Bisschen am Gas spielen. Ja, ein modernisiertes, aber trotzdem Oldschool-fahrmäßiges Fahrzeug. So, aber wir wollen natürlich nicht nur durch die Gegend fahren, auch wenn das Spaß macht, selbstverständlich, gerade in der Sommerjahreszeit. Würde ich sagen, wir wollen auch noch mal ein paar Rennen fahren. Dann probieren wir das doch direkt mal vielleicht bei einem kleinen Rundkursrennen aus. Vielleicht mal hier das hier. Da sind wir schon übelst lange nicht mehr gefahren. Das unten in Broadway. Kleines Dorfrennen. Und wie gesagt, mir gefallen die Felgen irgendwie. Warum auch immer, bei so einem alten Fahrzeug, warum nicht? So, Classic Sports Cars, da ist er zu Hause. Blup. Macht er. Fotos machen. Stimmt, da können wir ja einige Fotos machen. Ja, das jetzt kommt wieder diese Zeit, wo wir am Rennstart erstmal ein paar Fotos machen. So, gehen wir noch vielleicht noch nach vorne, falls er die da vorne nicht mitgenommen hat und da vielleicht auch noch ein paar schöne dabei sind. 2200 sehe ich da noch von BMW. Hat er den schon? Anscheinend schon. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Den Sunbeam Tiger haben wir aber noch nicht gehabt. Dann war doch da auch schon mal ein bisschen was mitgenommen. Aber schöne Abenddämmerung fahren wir jetzt hier lang. Ja, es gab tatsächlich vom 2000 GT auch Linkslenker-Varianten. Aber ich glaube, davon gab es wahrscheinlich nur eine ganz, ganz geringe Stückzahl. Aber man sieht halt auch sehr, sehr modern, sehr, sehr edel gehalten, das ganze Fahrzeug für die damalige Zeit. Sehr mit viel mit Holz und so weiter. Aber ich finde es echt schön. Ich finde 2000 GT echt ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Man kann es absolut verstehen, dass es ein Liebhaberfahrzeug heutzutage ist. Und dass es auch damals eben den japanischen Markt attraktiv gestaltet hat. So ein Fahrzeug braucht es manchmal. Auch, das ist auch überliefert, das Fahrzeug war auf jeden Fall ein Verlustgeschäft für Toyota. Aber ich glaube, image-technisch war es ein Gewinn. Definitiv. So, ich tue mich gerade aber ein bisschen schwer hier, mich an der Konkurrenz vorbeizusetzen. Das müssen wir jetzt mal ändern hier. Mal hier mal richtig auf die Tube. Vorsicht. Lass mich vorbei, nein!
Der klingt aber auch geil hier im Spiel. Jetzt gerade auch mit dem etwas aufgepimpten Motor. Da müssen wir ja fast nochmal gleich zur Autobahn fahren nach dem Rennen. Da nochmal ein bisschen besser reinhören. Ja, der zieht richtig schön durch jetzt. Das ist cool, was man da so aus dem Motor rausholen kann. Wie gesagt, ohne Zwangsbeatmung, irgendwas. Das ist absolut cool, so wie es ist. Leicht slidey Heck. Aber das finde ich auch irgendwie cool so. So, macht das Spaß. Ein bisschen breitere Reifen hinten würden tatsächlich auch noch helfen. Oder man müsste vorne tatsächlich ein bisschen Reifenbreite wegnehmen. Aber das will ich jetzt eigentlich nicht. Das ist schon okay so. Der soll ja auch ein bisschen herausfordernd sein zum Fahren. So einfach wollen wir es ja auch nicht. Gerade wenn der jetzt so ein bisschen tiefer gelegt ist, ey, der hat so eine richtig schön sportliche Linie. Das kommt hier nochmal richtig schön zur Geltung. Mir gefällt's, definitiv. So, wir fahren mal zur Autobahn vor. Ich find's auch gut, die Drehzahl. Nadel gibt's auch her, oder Anzeigen gibt's auch her im Innenraum, diese erhöhte Drehzahl, die wir durch die veränderte Nockenwelle schaffen. Und ich merke gerade, ich fahre in die falsche Richtung. Ja, egal, ich wollte hier nochmal ein bisschen Schwung holen vom Berg hier runter. Weil oftmals ist es ja so, wenn man durch die veränderte Nockenwelle das alles ändert, dann hat man im Innenraum ja eine Nadel, die halt irgendwann ans Limit stößt. Aber hier passt es, das Fahrzeug ist dafür gemacht. Ja, und auch ein Fahrzeug, was wir sicherlich mal wieder in irgendeiner Classic-Ausgabe im Forza Horizon Multiplayer sehen werden. Ja, etwas härtere Dämpfer würden wahrscheinlich dem Fahrzeug auch noch helfen, tatsächlich. Ich glaube, den Weg gehe ich jetzt gerade mal ein bisschen an. Gerade auf diesen Straßen so ein bisschen würde ich tatsächlich gerne ein bisschen härtere Dämpfer bevorzugen. Ist natürlich eine persönliche Präferenz. Sind leider gerade viele andere Spieler da. Ich hoffe, die versauen mir jetzt die Parade nicht hier. Bin ich jetzt gleich ein bisschen, aber ich glaube, die driften nur ein bisschen durch die Gegend. Aber driften können wir, glaube ich, hier mit dem Ding auch. So ist es nicht. Gerade mit diesen alten Reifen, die sind ja eh leicht slidey ausgelegt. Also es geht auf jeden Fall gut ab hier. Gar kein Problem. So, aber ich würde sagen, wir wollen noch mal ein bisschen reinhören. Jetzt sind wir zwar nur ein Rennen gefahren. Ich hoffe, das findest du jetzt nicht so schlimm. Aber zum Schluss dieser Folge würde ich dir gerne noch mal ein bisschen das Gewitter dieses Fahrzeugs mitgeben. Und deswegen bin ich aber an der Stelle schon mal raus. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag heute. Und jetzt halte ich aber einfach die Klappe. Daumen nach oben nicht vergessen zu geben, falls es dir gefallen hat. Und ja, viel Spaß mit diesem Gewitter.